Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zur zweiten Aufnahmesession von Space Engineers Let's Play Together, habe ich ganz vergessen zu sagen. Heute mit dem Thomas. Hallihallo. Und dem Stefan. Moin. Der mich schon mit irgendwelchen Schleifgeräten bedroht. Wir sind in der letzten Session dabei stehen geblieben, unser Plattförmchen von Meteoriten zerschießen zu lassen. Deswegen habe ich sie erstmal ausgeschaltet. Hat einfach einen Grund, dass ich in meinem privaten Spielstand mit 6 Geschützen nicht ausreichend Feuerkraft hatte, um alle Meteoriten abzuwehren und meine gesamte Verarbeitungs-, also ganze Raffinerien verloren habe. Deswegen habe ich sie abgeschaltet und werde sie so schnell auch wieder anschalten. Das heißt, für die heutige Aufgabe für uns erstmal, weil ich diese Station irgendwie dann Zustand wiederbringen, dass man sie als solches benennen darf. Stefan und Thomas, ich würde euch bitten, einfach mal händisch, soweit es geht, abzubauen. Die Solarpalette würde ich noch mit den Grinder unten machen. Sonst wird es zu heck, zu blöd, sonst wird ihr bescheuert da drin. Ansonsten ein bisschen den Schrottplatz, den wir haben. Wir haben hier so ein bisschen den Schrottplatz. Wir haben ja hier noch den. Da ganz hinten schwebt unser blaues Schiff noch. Wo schwebt das? Hm? Vorhin war es noch da. Ich sehe es. Ah, jetzt hier. Hier, in meine Richtung. Ach, da, ja. Ja, die Bezeichnung fehlt. Ach, da hinten, ja, okay. Das Cockpit rausgerissen oder so. Ja, die Barke ist weg, deswegen. Ja, deswegen. So. Muss mal ganz kurz mal was gucken. Weil. Wir sind heute der 25. Okay. Boah, stimmt, wenn du den schwarzen Dings hast, dann hast du oben keinen Marker mehr. Interessant. Nun gut, also würde ich sagen, ihr reißt am besten alles weg, was wir noch haben. Also dieses kleine Private Sailor noch weg. Danach könnt ihr den Grinder eigentlich auch wegbasteln, die Solarpaneele dahinter abbasteln und das, beziehungsweise zwei wieder ranbasteln, besser gesagt. So, wir so ein bisschen Strom haben. Okay. Ja, wir werden in Zukunft uns auf Grinding-Schiffe konzentrieren, weil das ist zwar ganz nett mit den stationären Grindern und macht auch durchaus Sinn. Das Problem ist aber, bei größeren Schiffen ist es fast unmöglich, diese mit irgendwelchen Schleppern unter Kontrolle zu halten. Ich habe es wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft versucht, immer im eigenen Spielstand, und es ist faktisch nicht möglich. Es geht nicht. Schiffe sind so schwer, die kriegst du nicht unter Kontrolle, und du hast da diesen bewegten Punkt nur am Ende irgendwo, wo die Schlepper halt ist. Und du kriegst nicht unter Kontrolle. Ums Verrecken nicht. Also ich hab's versucht. Geht nicht. Mit wirklich massivem Einsatz. Also das waren dann so eine riesen Monster-Dinger, die eigentlich schon völlig bekloppt viel zu groß waren und die großen Triebwerke in alle Richtungen und so eine Scherze, also völlig bescheuert aussahen. Und die reichen nicht. Die reichen nicht aus, um ein großes Schiff unter Kontrolle zu halten. Mhm. Dann macht das keinen Sinn. Dann macht das einfach keinen Sinn. Dann lieber mit einem kleinen Grinder-Schiff ein großes bearbeiten. Ja, also wir haben durchfressen. Und dafür haben wir ja jetzt neue kleine Kleiner, richtig? Ja, letztes Update. Das sind eigentlich die großen Kleiner, die wir vorher hatten. Die konnten wir vorher beim Kleinschiff nicht anbringen. Inzwischen dürfen wir sie beim Kleinschiff anbringen. Genau. Ah, okay. Und das ist zugehendermaßen sehr, sehr nice. Das macht vieles einfacher. Wird ja angestupst. Muss doch die Station retten. Wie einen Zustand bringen, dass wir sie auch zeigen können. Ja, wenn wir Besuch bekommen, ne? Nee, aber wenn du ständig durchs Loch fällst, wenn du hier langläufst, ist das auch scheiße. Ja, aber was wolltest du jetzt machen? Ich weiß nicht. Ach, scheiße. Dann fällst du wieder. Diese schöne Fall-Animation ist ja nun, also für die, die sie nicht kennt, ne, machst du mal, aus dem Dings, aus dem Schwerefeld mal raus. Die sieht etwas lächerlich aus, würde ich sagen. So, und jetzt? Von daher lassen wir das. Die Solarpalette brauchen ja ewig. Ja, das ist, die Solarpalette sind das Schlimmste. Ja, lohnt sich auch nicht. Ich meine, die Teile, die man da rausbekommt, die kann man auch überall anders extrahieren. Ist ja nicht irgendwie nichts Besonderes bei. Und in der Zeit, wo du so ein Solarpanel abbaust, da hast du ja, keine Ahnung, zig Triebwerke. Was ist denn da so viel? Eine Solarzelle, ne? 64 Stück, denk mal, das ist da das
Aber wenn wir die andere reparieren wollen, die da kaputt gegangen ist, wo letztens der kleine Unfall da war. Ich weiß nicht, wie viele wir im Dings haben. Brauchen wir ja ein paar. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, können wir dann ja mit den, wenn wir erstmal unsere Schiffe haben. Für solche Sachen. Oh, ich bin schon wieder voll. Ja, das geht fix. Ja, ich habe hier den Asteroidenabbauer hingestellt. Da können wir unsere Sachen reinladen. Müssen wir nicht immer ganz. Und aufladen. So, und aufladen mit dem Cockpit, genau. Ach so. Ja, wenn du im Cockpit sitzt, kommst du auch in eine Energie für deinen Anzug. Ganz praktisch. Weshalb man auch, wenn man es mal wieder händisch meinert, auch meistens noch ein Raumschiff in die Nähe hinstellt, damit die Leute halt nicht ständig hin und her fliegen müssen. Ja, und halt zum Material abladen und so. Ja, Materialabladen ist auch so ein Punkt. Das heißt, wir machen jetzt das genau, wir machen das Schiff voll. Genau, an der Seite sind ja die beiden großen oder mittleren Lagercontainer. Hat sich ja auch gerne mit dem Update jetzt, dass sie jetzt kleine und große Förderbänder. Ja, und man kann jetzt ja auch irgendwie durch das Modul, durchs Bedienfeld oder sowas ins Inventar reingreifen von einem Objekt. Okay. Aber ich soll noch nicht getestet zugehendermaßen? Ja, soll auch irgendwie gehen. Normal konntest du ja immer durch die Öffnung und nicht durch das Bedienfeld und jetzt sollst du auch durchs Bedienfeld gehen oder sowas. Ich stelle mir gerade vor, wie du durch das Bedienfeld die schwere großen Vielleicht haben sie es auch ausgepatcht, dass es vorher so war, aber ich meine irgendwas in dieser Sache. Ach, geht an, hier ist geht aber etwas langsamer, kann das sein? Wenn man da einsteigt, als wie am. Also dass das wieder die Energie wieder hochgeht? Nee, geht genauso schnell. Okay. Also das kann ich nicht bestätigen. Oh, das geht doch mit dem schwarzen Bildschirm aus, die Aufnahme. Naja, ich habe eure Aufnahme. Ja, ich habe eben gerade vorhin einen schwarzen Bildschirm gehabt und da ist die Aufnahme zerrissen. Ja. Mal gucken, ob das auch stimmt, was ich jetzt erzähle, aber... Ja, heute ist der 25. Ist nichts drin. Jo. Nett. Naja. Also das, was mir letztens widerfahren ist, ja. Ja, genau. Also wenn ein schwarzer Bildschirm ist, dann ist das die... Aufnahme neu starten oder was? Weiß es nicht, oder ist es. Ach, ich muss. Ich werde gleich nochmal neu starten. Ich habe eure Aufnahmen, das ist nicht so schlimm. Mhm. Macht euch nicht so einen Stress. Also guckt, wenn da oben deine grüne Leuchte nicht leuchtet, dann ist auf jeden Fall. Ja, so. Die ist an. Das ist das Wichtigste. Aufnahme startet jetzt. Synchro. Boah, jetzt habe ich fast mein. Jetzt habe ich fast das Abbauschiff angesägt. Nein, mach das nicht. Nee, ich war dahinter, die Triebwerke waren an. Ich wollte schon sagen, warum hat das Schiff noch so viele Triebwerke und warum sind die an? War mir zu übereifrig, der Mann. Das geht relativ fix, die Private Sales zu zerlegen. Ja, deswegen, aber da macht es gar keinen Sinn, dass ich so wenn das erstmal Serverunterstützung, dann mit wirklich 8, 9, 10 Leuten da so ein Schiff auseinanderreißen. Fazzi. Wenn dann irgendwann mal so Survival, also richtig, was du, also ich Sauerstoff brauchst, dass du Wasser brauchst, dass du Lebensmittel brauchst. Das wäre was. Also wirklich gar nicht. Ich gerade ein Stefan träumen. Ja, du kannst dich ja jetzt hier hinstellen und ewig hier im All bleiben, weißt du? Ich bin voll. Ja, lad ab. Ja, stimmt, also die Ideen, die sie haben, also das sie noch machen wollen, das klingt schon angenehm. Also das klingt schon interessant, sage ich mal. Ja, ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon, macht jetzt ja schon Spaß. Ja, definitiv. Ist ja auch gerne. Vor allem, kann ich das eigentlich spoilern? Ja, wenn die Aufnahme raus ist, dann ist die Folge von KSP raus. Ich habe bei KSP meinen Spielstand verloren. Bis? Stromausfall weg. Krass.
Komplett. Welchen Spielstand? Den Spielstand, der im Videos vorkommt. Aber wie kannst du denn den kompletten Spielstand? Der ist doch irgendwie immer gespeichert. Er hat gespeichert, ja, er hat gespeichert und dem ist der PC abgegangen. Ach, und hat er das Savegame kaputt gemacht. Ja, das Savegame ist nur noch Buchstabensalat. Ich habe ja geguckt gehabt, ne? Ich habe nach ein paar Mal fiel's mir jetzt ein. Ach, warum guckst du nicht nach dem Spielstand, ne? Also per Händisch. Und da muss ich dann leider erschreckend feststellen, dass mein Spielstand weg ist. Ich hatte das damals auf PlayStation, Final Fantasy Spielstand. 100 Stunden oder sowas. Und dann war er damals noch auf der Memory Card. Ist dann auch irgendwie kaputt gegangen. Das war ja ein bisschen ärgerlich. Ja, oder machst du jetzt hier, machst du jetzt nochmal den Karrieremodus und startest da null durch. Erstmal musste ich mich davon erholen, von diesem Schreck, von diesem Schlag. Das sind 100 Stunden etwa Minimum, die weg sind. Wenn das mal langt. 200 Schiffe waren gespeichert, die ich gerade alle wieder gelöscht gehabt, weil ich die alles neu aufrüsten wollte, weil die Übersicht total weg war irgendwann, ne? Und das war schon ein ganz schöner Schlag, definitiv, ja. Weil ich bin gerade dabei, ich habe 12 Raumschiffe in Transfer gehabt. Alle Planeten, oh mein Gott. Alle Planeten angeflogen gehabt und jetzt alles weg. Das ist auch blöd, dass gerade in dem Moment, ne, ja, wo du speicherst. Ich bin gerade dabei, ein Video zu schneiden, also das wird ja schon raus sein. Wo ich dann auch so einen Text dazu spreche, der das auch dann widerspiegelt. Also es sind 10 Minuten Video, das werden. Das habe ich kurz nach 2 Tage, nachdem ich das erlebt habe, aufgenommen, wo man einfach auch merkt, das hat echt getroffen. Das hat echt weh getan. Da steckt ja viel, viel Arbeit drin, ne? Ja, und viel natürlich, Herzblut. Weil vor allem alle Planeten sind im Transfer gewesen. Alle Raumschiffe unterwegs gewesen für die Planeten. Ja, ich war genau auf Zielkurs, hatte für Eve auch schon ein Raumschiff gestartet gehabt für die eine Aufgabe. Es klappte auch alles ganz gut. Alles fertig gewesen. Hab dann die ganzen Safe Games, die ganzen geschäften Raumschiffe zurückgenommen, weil ich dachte, die Raumschiffe fliegen ja eh, da brauche ich nicht unbedingt ein Safe Game für, ne? Da sitzt jemand im Miner. Ja, der lädt sich gerade auf. hast noch ein bisschen mit rumgespielt. Ich wünschte, man könnte mit dem Ding auch abbauen. Ja, machen wir doch bald. Ah, wenn wir erst mal was beuten wir gerade da unten ab? Was beuten wir gerade ab? Den Stahlplatten und so. Gut, dann nimm doch, bevor ihr den Private da unten macht, nimm doch den, der hier oben die Plattform schwebt. Könnt ihr den nochmal, ich mach mal ganz kurz, mal gucken, ob ich den noch in irgendeiner Form dazu bringe. Wir machen gleich zusammen die Solarzellen, ich glaube, das geht dann schneller. Mhm. Oh, ich bin schon wieder voll. Hat er eigentlich noch Ja, Sack. Ich auch. Ja, Nuklearreaktor ist übel. Eigentlich noch Saft. Oh ja. Aber großer Nuklearreaktor. Schön viele Items. 800 Stahlplatten. Schon wieder voll. Wie sagt man, setzt gerade mit der Flex an. Ja, stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn ihr. Was? Wie was? Naja, man geht kurz ran, macht Schleif und schon ist man wieder voll. Ach so. Das sind Reaktorkomponenten, die da so viel sind. Kriegen wir den jetzt noch kaputt, oder? Wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Ist das normal? Ja, überleg dir mal, was es wäre, wenn du nicht 10-fach Inventar hättest. Mhm. Da könntest du gar nicht. Also, weil wirklich, man geht da eine Sekunde dran und... Naja, bist nur im Laufen. Ich hab's ja gemacht zu Anfang. Oh. Ein Container ist voll. Oh, sind die beide nicht miteinander verbunden? Nee. Die verteilen sich nicht, die Items. Ja, ja klar, ja, verbunden sind sie. Man kann sie ja rauswerfen, aber. Lädt doch mal einfach mal aus, geht ja schnell. Ah, jetzt hat man ein bisschen mehr. Ja, jetzt ist der Reaktor gleich weg. Na also. Naja, was ich noch erzählen wollte, der Spielstand ist weg, ich muss komplett von neuem anfangen. Mit allen Infrastrukturen, Maßnahmen, ich war gerade so auf dem Weg, dass ich mal mit Beam Power arbeiten kann und allem Scheiß. Und naja, es hat auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen so nebenbei noch, neben Wildstar beschäftigen. Also ich werde jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr jede Woche eine Folge machen können.
Das war ja das Glück einfach. Ne? Ich habe das Glück gehabt, Mensch, die Infrastruktur steht, dann kann ich mich irgendwie auf die wichtigen Sachen hin konzentrieren, weißt du? Das war so das besonders Ärgerliche eigentlich da dran. Was kostet ja alles Zeit. Und das ist ja dann immer so eine Sache. Und ich hatte eigentlich gehofft, Mensch, dass du die ganze Quark hast, jetzt kannst du richtig die geilen Beam-Power-Geschichten machen, also Raumschiffe, die kein Spritbett haben, weißt du, wo eigentlich überhaupt nicht flugfähig wären und kannst da voll Boss-like jetzt da geile Transfers machen und dann kommt so eine Scheiße. So ein absoluter Mist. Naja. Da bin ich jetzt seit 3 Tagen im Schneiden, weil ich das sehr. Das mache ich dann schon sehr besonders. Das wird ein sehr besonderes Video werden. Oder sein. Was ist jetzt eigentlich? Eigentlich sein, oder? Weil es ist ja dann schon fertig. Jetzt. Ich habe ja noch 2 Folgen von der ersten Session noch offen. So, Leute, unsere Station Ja, ist langsam das ist wieder in einem ein Zustand. Neuanfang bei Körbel. Du kannst die ganzen Sachen nochmal, wo du jetzt im Nachhinein Alles denkst, neu. was du falsch gemacht hast, jetzt besser machen. Ja, es ist halt, ich muss mich natürlich auf das Wesentliche konzentrieren erstmal, ne? Aber es ist trotzdem so, dass du jetzt natürlich in den nächsten Folgen erstmal natürlich nicht so die tollen Dinge zeigen kannst, sondern erstmal wieder nur Butter und Brot, ne? Ist ein bisschen schade. Das hatte ich eigentlich gehofft zu Ach. vermeiden. Ja, es fangen, glaube ich, immer noch genug Leute an. Jetzt mit Körbel, die dir ganz dankbar Ja. wären für so Beginner-Videos. Ja, das ist jetzt. Hilft ja nichts. Muss man durch. Ich würde unsere Station mal wieder erstmal was ähnliches wie ein Pult geben, weil wir haben ja kein Pult. Wollen wir dann gleich hier das, unser fettes Raumschiff, das, was sich einer plant, die anderen bauen einfach Eine hinterher? Passe. Eine Panzerung und Cockpit Enter. Was wie wo? Also, Also, wenn ihr das Private Server, was eigentlich über unseren Grinder steht, abbauen könntet irgendwann, dann wäre das schon mal hilfreich. Moment, das Unter einer Private Sale über Panzerung. dem Grinder. Die Private Sales, hier unten haben wir zwei. Ach, das da. Ach so. Das Ja. hier, weil ich möchte ganz gerne den Grinder unten auch weg. Ja, das stimmt. Weil das soll dann der Bauplatz werden, da werden wir dann anfangen, da kommen dann, da könnt ihr dann, wenn das nämlich weg ist alles, wenn der Grinder weg ist und die Private Sale weg ist und die Solarpaneele wieder stehen, dann könnt ihr beide euch anmachen und ein Grinder-Schiff basteln. Ein kleines. Ja, ich habe da was gehört, dass wir das so blind machen soll, jeder für sich. Könnt ihr Was? machen. So als Art kleiner Contest, Stefan und ich. Was, wenn wir da die Rohstoffe für haben? Eigentlich haben wir, wenn wir die ganzen Schiffe abgebaut haben, habt ihr genug Rohstoffe. Ja, Wir aber haben wir die können auch Rohstoffe. besser jetzt effizienztechnisch da zu zweit uns zusammentun und da mit geballter Kompetenz. Einen Mega-Grinder bauen, ja. Ja. Genau, okay. Ja, oder was sehe ich, dass man. Ja. Also Rohstoffe haben wir eigentlich ordentlich jetzt. So, ich schmeiß jetzt mal rechts alles rein. Wir mal wieder eine Steuerung machen, weil wir haben ja keine Steuerung. Unsere Station ist eigentlich völlig ruderlos, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das stimmt. Hier hat ja der letzte Meteoriteneinschlag da Ja, bin gerade dabei, ist wieder alles. Wir sind gleich weg. wieder auf Kurs. Ich bin gerade dabei. Wunderbar. Alles wieder natürlich. Ich bin die ganze Zeit auch hier am Basteln. Wunderbar. Das fiel mir in der Wow. Aufnahme jetzt auf, dass ich die ganze Zeit nur am Ja, Basteln war. jetzt fängt er an, Sachen rauszuschmeißen. Ja, sie ist ein bisschen langsamer, glaube ich, jetzt eingestellt worden. Ja, es geht jetzt noch langsamer. Klar. Haben wir Zeit. Das sind 30.000 Sachen, die er da jetzt rauswerfen muss. Kannst du über Nacht anlassen. So. Jo, wir haben wieder Zugriff auf unsere Station. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal gelöst. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst. Das muss ich hier nochmal. Nochmal die Schaden begutachten. Siehst du jetzt, und die Sachen schon mal, die landen jetzt alle in der Raffinerie, ne? Nee. Und hier oben oder wo gehen die hin? In, Die direkt bleiben in. im Sammler. Die bleiben im Sammler. Komm ich Ah. gleich, schub ich gleich um. Ich wollte nur ganz gerne nochmal hier so ein bisschen den Nee, der letzten. Sammler, der leert sich. Pack das alles, packen Sie, das hat er vorher nicht gemacht. Haben die es jetzt geändert? Weil das geht das alles in den großen Container rein?
Also der Sammler, der ist nur Puffer. Der geht voll und wieder leer und voll und wieder leer. Ja, von deinem Raumschiff, ja, aber nicht von dem. Nein, ich bin auf dem Terminal der Station. Packen die das gleich direkt, das wäre neu. Ich guck gerade, wo das hingeht. Ah, da. Frachtcontainer klein füllt sich. Ja, das geht jetzt alles in den Frachtcontainer klein. Oh, tatsächlich. Ja, dann rutschen die Sachen automatisch durch. Ist doch super. War früher nämlich nicht so nett. Fällt mir auch ein, beim Kaputtschleifen ist ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Kommt mir das jetzt nur so vor, oder? Ich muss zugeben, das hat mich früher schon angekotzt, von daher weiß ich es nicht. Wo ist denn hier ein Frachtcontainer klein? Also warum haben wir denn einen kleinen und einen großen? Der von Anfang an da war. Achso. Da habe ich keinen Einfluss drauf gehabt, der war schon von Anfang an da. Was haben wir jetzt mit unserer hier? Da können wir abreißen und dann fürs Raumschiff bauen, ne? Ja. So, alles weg da. Schnappt ihr mal bitte die Düse, die obere, die hat irgendwie keine Verbindung mit dem Schiff mehr. Bin schon dabei. War gerade nichts Besseres zu tun gerade, also kann ich mithelfen. Drittmal hier das Ding abreißen. Beacon, ja, Beacon ist auch geil, da ist auch unendlich viele Rohstoffe drin. Wir haben einen kaputten Gravitationsfeldgenerator noch. Ja, das ist der unten links an der Ecke da von dem Grinder, von dem Grinder ist. Der ist oben voll. Schleifmaschinen sind aus. Ach, sehr schön, gut, habe ich sonst gar nicht mehr gedacht. Von der Arbeitssicherheit, ne? Ist jetzt nicht verantwortbar. Bin hier quasi von der Arbeit. Wir merken mal wieder, der Mann hat seine Sicherheitsschulungen gemacht. Wir sind begeistert. Auch in der Schwerelosigkeit müssen wir jetzt nicht zwischen rotierenden. Ne, das ist ja. Das ist völlig egal, das brauchen wir. Es ist ein bisschen. Weißt du, Action halt. Du kennst doch, ne? Staplerfahrer Klaus und von daher. Huch, schon wieder voll. Ja, die Boje ist extrem. Diese komischen Kommunikationsteile, die sind super schwer. Wird aber schnell kleiner, das Ding. Doch, das geht ratzifatzi. Eine Private Cell, die ist schnell gebaut, ist auseinander gebastelt. Aber wenn du mal so später mal so ein richtiges Military-Schiff mal, ne? Selbst mit Grinder-Schiffen hängst du da ewig dran, weil nur schwere Panzerplatten dran sind. Ja, auch unser Roter. Ja, der wird dauern, ja. Aber da kriegst du Rohstoffe raus, das ist pervers. Ist das eigentlich 1:1? Also kriegt man genauso viel raus, wie man zum Bauen benötigt, ja, oder? Ja. Das haben sie deswegen wahrscheinlich gemacht, weil es ja eigentlich keinen Sinn macht. Normal kannst du zum Beispiel ein Cockpit abbauen und das Ganze ja sozusagen auseinandernehmen und woanders zusammenpacken. Das machst du hier ja nicht, sondern du nimmst es ja ein Einzelteil auseinander. Mhm. Wenn sie da noch einen Misus machen würden, also sagen von wegen sagen würden, ja, Pech gehabt. Muss jetzt na gut, ist ja auch begrenzt, ne? Man hat ja eben nur ein paar Asteroiden. Ja. Und da ist das Rohstoffaufkommen ja begrenzt. Wenn man jetzt wirklich mal mit, keine Ahnung, 10 Leuten oder sowas und jeder baut sich da riesen Base-Sachen, jeden Tag 6 Stunden, nach ein paar Wochen, dann hat man irgendwann alles weg. Deswegen habe ich ja gesagt, dass wir uns später darauf konzentrieren werden, die als Ankommende mehr oder weniger dann wegzubatschen, ne? Weil es ist unser Rohstoffnachschub sozusagen dann. Wofür benutzt man die Steine? Die haben leider aktuell noch keine Bewandtnis, die sollen später zu Zement, sollen später zu Zement werden. Aber da haben sie, wie gesagt, das ist in Planung, aber aktuell haben die noch keinen Sinn. Das ist genau wie Antenne zum Beispiel, da auch keinen Sinn. Haben an, wenn man schon mal Lebensenergie wieder auflädt oder Anzugenergie, dass man da gleich mal leer macht. Nein, erstmal wieder hoch. Mann. Gott, das haben wir aber schon ordentlich, was wir hier also. Die ganzen schönen Schleifmaschinen, die ihr da im Fleiße eures Angesichts alle montiert habt. Ja, das ist halt leider so. Das sind eine Menge Motoren in jeder 5. In jeder 5. Motoren haben wir jede Menge jetzt.
Ich habe mich fast alle zusammengeschweißt, die Schleifmaschinen. Da sind vier immer drin. Ja, vier Motoren. Motoren haben wir 500 Stück. Also Motoren ist... Da sind wir richtig gut aufgestellt. Triebwerks kommen wir dann aber auch ohne Ende, da können wir uns auch totschmeißen mit. Da geht's doch. Ja, also langsam wird's. Rektoren können wir auch bauen. Ja, die großen Triebwerke werfen halt eine Menge ab bei den Triebwerkskomponenten. Ja. Wenn du kannst halt aus einem großen Triebwerk fast 10 kleine bauen oder so. So, das haben wir auch weg. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Stahlplatten. Das ist alles soweit gut. Auch gut. Mach du mal das. Warum ist Raffinerie 3 nicht mit man beschäftigt? So, wo ist denn der kleine Frachtcontainer überhaupt? Ja, den habe ich jetzt auch schon mal gesucht. Ja, das ist hier der kleine. Mal eins, dann weg. Ich glaube, das war's. Weiß zwar nicht, aber. Oh ne, noch nicht. Stark und klein brauchen wir noch. Herstellungskomponenten. Stark und klein und Herstellungskomponenten. Man müsste schon, wenn man an einem Cargo-Container steht, sollte man irgendwie schon sich die Rezepte anschauen können, von dem, was man bauen möchte. Das vergesse ich aber auch immer. Also, wenn sie das noch länger machen, die Liste, dann habe ich auch angeschissen. Ja. Definitiv. So, da haben wir schon mal den einen kleinen sinnlosen Frachtcontainer losgeworden. Welcher zweite? Den gerade aus dem System geworfen. Ja, ich gerade komplett. Ah, da schmeißt nichts mehr raus. Nee, müssen wir wahrscheinlich gleich händisch ausladen. Der hat jetzt manches rausgeworfen, aber eben nicht alles. Manches nicht rausgeworfen? Ah, stimmt, manches passt durch die Kleine nicht durch, ne? Das kann sein. Was ist das denn für Sachen? Ja, Stahlplatten, Panzerglas, Rohre, Panzerung, Anzeigen, Metallgerüst, große Rohre. Ja, das ist ein bisschen viel. Alles wohl große Sachen, die da nicht rauspassen. So. Ja, es kann gut sein, dass das. Ja. So, ja, mir ist es jetzt auch passiert, schwarzer Bildschirm und Neustart der Aufnahme. Also zwei Dateien. Womit nehmt ihr beide mit dem hier Nvidia-Programm da auf? Oder? Ja, Teleplay, ja. Dafür haben wir aber keine 50.000 GB, die wir verarbeiten, also können wir das gleich direkt ins Dings nutzen. Schön. Da habe ich gleich halt meine 250 GB und kann den PC nachts wieder anlassen zum Konvertieren. Ja, man läuft auch mal nachts durch, wenn es darum geht. Macht doch, glaube ich, jeder. Wer nicht fünf verschiedene PCs hat oder so. Ja, ich habe damals immer mit einem Laptop. Ja, geht also, natürlich auch. Ne, so Upload und sowas. Für Upload ist Laptop super.